Inferno Konflikt. Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Destiny-Video. Wir spielen heute Inferno Konflikt, 6 gegen 6. Und ja, ich bin wieder auf der Xbox One unterwegs mit meiner Jägerdame hier, spiel Revolverheld und habe nichts Besonderes dabei. Einfach nur mal wieder eine Runde zocken hier auf der Xbox. Inferno, also kein Radar, nichts zu sehen. Ich habe mal die Granate umgestellt, habe jetzt nicht mehr die Lichtsensorgranate dabei, sondern mal die Schwarmgranate hier gewechselt sozusagen. Denn es gab ja diese Woche ein Update und deswegen wurde da die ein oder andere Granate ein bisschen verändert. Ich habe von dem Update zuerst gar nicht so viel mitbekommen, bis mich ein paar Leute angeschrieben haben, was hältst du denn von Update? Und dann habe ich mir doch mal auf Bungie.net die Patchnotes durchgelesen und muss sagen, was ich da gelesen habe, ist alles völlig in Ordnung. Also ich habe da jetzt keine Kritik an dem Update oder sonst irgendwas. Die einzige Kritik, die ich am Bungie habe, ist, warum brauchen die für solche Updates immer so lange? Das ist eigentlich die einzige Kritik. Ansonsten, alles, was ich da gelesen habe, finde ich okay. Stört mich jetzt nichts dran am Update. Ohne Radar, ey. Muss ja erstmal wieder reinkommen. Na? Das ist einer von meinen. Der steht sich da hinten hin. Ist vielleicht auch gar nicht so die schlechte Idee, in Inferno einfach mal da so zu stehen. Okay, da könnte einer kommen. Irgendwo da. Er spielt aber echt ein bisschen ganz, ganz defensiv. Führung übernommen. Schon wieder oben? Nein, rechts auch unten einer. Also ich habe gehört, dass einige total angepisst sind wegen dem Update. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht wieso. Das sind doch gute Änderungen, wenn man sich das mal einfach so betrachtet. Muss doch mal wieder was kommen, ne? Es wird höchste Zeit, dass mal wieder was geändert wird. Könnte man noch ein bisschen was an den Waffen ändern. Hier und da. Und dann läuft das doch wieder. Na. Das war knapp. Na, Schwammgranate jetzt nicht wirklich stark. Der lebt noch. Na, kommt der oben oder unten? So. Es ist mal wieder interessant, ein bisschen Inferno zu spielen. Das mache ich so selten. Man fängt an, irgendwie automatisch irgendwie anders zu spielen, finde ich. Jetzt nicht so defensiv wie der da hinten auf dem Silo hocken. Das ist nun jetzt ein bisschen sehr übertrieben. Aber ansonsten ist das schon heftig. Oh, die waren zwei Sniper hintereinander. Der hintere hat mich erwischt. Der hintere hat mich erwischt. Eigentlich müsste ich da mal irgendwie versuchen, von der Seite irgendwie ranzukommen. Also rumlaufen. Weil das hier von vorne, bei den Snipern da von vorne hier zu kommen, ist ziemlich blöd. Weil die werden auch nicht viel rumlaufen. Die werden auch eher da hinten drin stehen. Na? Den müsste ich jetzt aber... Ah, oh, der ist schon tot. Assistiert hab ich. Bin ja Assistent. Das ist halt, man übersieht viele Gegner, aber man wird auch selbst von vielen Gegnern übersehen. Wenn man hier Inferno spielt. Wenn ich jetzt hier hinkomme und hier einer stehen würde, den würde ich, glaube ich, ganz gut überraschen können. Leider ist keiner mehr da. Ach komm, das war schlecht geschossen von mir. Eigentlich könnte man auch hier warten, weil die Sniper, die wollen sich bestimmt wieder hier irgendwie positionieren. Wenn man hier so auf die wartet, ist bestimmt auch witzig.
Na, jetzt sind wir aber hier auf dieser Seite positioniert. Nur noch 5 Minuten. Na, springen sollte man da schon können, ey. Also mein Aiming ist scheiße, aber der kann nicht mal springen. Einfach mal da eine Granate hin. Warum nicht? Ah, da sind noch welche von uns. Fangen wir an zu rollen hier. Wurde ja gepatcht, die Rolle, ne? Irgendwie, glaube ich. Ja, stand ja in den Patch-Notes. Also, ich fand das Update eigentlich gut. Natürlich steht es jetzt erstmal nur da drin, ne? Das ist natürlich die Frage erstmal, ob der Patch auch gut umgesetzt wird, ne? Patch-Note lesen und dann was da drin steht, hört sich gut an. Aber es muss natürlich dann ja auch alles noch gut umgesetzt werden, natürlich. Und ja, da ich danach gefragt wurde, wie ich den finde, dachte ich, ich nehme noch hier nochmal ein Gameplay auf. Ich wollte nicht einfach nur so ein Video machen, wo ich über den Patch laber. Ich zock lieber dabei. Also spielen und dabei was erzählen, das kriege ich einigermaßen noch hin. Hier stirbt man zwar hier und da, weil man doch nicht ganz so konzentriert ist, aber naja. Es gibt ja Leute, die können das gar nicht, ne? Die fangen an zu spielen und sind dann meistens irgendwie so ein bisschen eher ruhig gestimmt. Hier wird noch geballert, da ist noch ein Gegner. Yo! Der hat mich jetzt überrascht. In Inferno ist es aber auch nicht schwierig, überrascht zu werden. Ich habe noch meine Super und man denkt immer so, wann sollte man sie am besten einsetzen? Ist nicht so einfach zu sehen, immer. Oh! Oh, runtergefallen! Okay. Bin halt nur jetzt immer überlegen, welche Granate ich jetzt spielen sollte als Revolverheld. Ich bin ja so ein Fan gewesen von den Lichtsensorgranaten, weil ich die eigentlich auch ganz gut werfen konnte. Das hat man ja im Video davor nochmal gesehen. Allerdings war das ein Gameplay, wo der Patch noch nicht aktiv war. Ne? Da haben sich ja einen oder anderen bestimmt auch gefragt, aber das hatte ich noch auf der Festplatte. Das war ein Gameplay von vor ein paar Tagen. Wow, 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 zu zweit. Wow, Griff von Marlock. Ja, den kann man ja diese Woche auch hervorragend farmen bei Omnigul, wenn es da ein Dämmerungsstrike ist. Gab es da auch genug Videos von. Ich würde da auf jeden Fall das Video von Nexus empfehlen, denn er macht sowieso, was im deutschen Bereich angeht, die besten Destiny-Videos. Der gute Nexus Gaming, ne? Schaut da vorbei. Bessere deutsche Destiny-Videos findet ihr nirgendwo. Nicht mal bei mir, haha. Kommt ein Jäger geflogen. Dann wird das Wetter übrigens schlecht, ne? Wenn Jäger tief fliegen. Ach komm. Hört ihr den mal? Dann habe ich wenigstens assistiert. Nicht? Na. Das waren wieder zwei. Immer habe ich hier zwei gegen mich. Oh, eine goldene. Ganz schön knapp. 7100 zu 7200 und dann werde ich auch noch von der Super gemacht. Und jetzt liegen wir hinten. No, noch liegen wir nicht hinten. Gleichstand. Jetzt liegen wir hinten. Jetzt liegen wir hinten. Inferno, ey. Und wir haben verloren. So knapp am Ende. Wir haben die ganze Runde geführt. Und dann am Ende liegen wir doch nochmal 200 Punkte hinten. Das war auch noch der eine Super, der mich gekillt hat. Die goldene hätte ich einfach weggehen müssen. Naja, egal. War ein Gameplay von der Xbox One. Inferno Konflikt. 18 Kills habe ich gemacht, 10 Tode, 1,8 gespielt. Ja gut, die restlichen hier im Team mit 3, 12, 6, 6, 16 waren nicht ganz so erfolgreich, haben aber ihr Bestes gegeben. Der hier immerhin Osiris-Spieler, ne, der muss was können. Das sieht man hier, der hat Skill, der hat ein Emblem, wie das viele ja Leute immer so sehen. Embleme sagen nichts aus, Leute. Also vielen Dank fürs Einschalten hier und bis zum nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.